Hallo ihr Lieben, ich bin's, Sabine Seibold. Ja, heute mache ich mal einen riesen Schritt aus meiner Komfortzone. Ja, zum einen, ich war schon lange nicht mehr live, überhaupt schon länger jetzt mal wieder nicht mehr vor der Kamera. Ja, und zum anderen auch irgendwie so, das ist heute tatsächlich ein richtig trauriger Tag für mich gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist auch in den letzten, keine Ahnung, fast letzten Wochen, also seit dem neuen Jahr. Es ist schwer zu sagen. Viel Traurigkeit. Viel richtig, richtig alte Traurigkeit, die da in mir ist, die da hochkommt, wo ich einfach weiß, merke, spüre, fühle, alter Schmerz, der tief im Schmerzkörper gesessen ist, viele Emotionen, die bisher nicht gefühlt worden sind, viel, was sich bisher abgekapselt hat und jetzt in letzter Zeit einfach fordert, gesehen zu werden, fordert, gefühlt zu werden, fordert, mitgeteilt zu werden. Und ja, was mich heute vor allem so traurig gemacht hat, ist einfach, dass mal wieder so ein Datum ist, was irgendjemand festgelegt hat, was ein Tag sein darf, sein soll, den man Tag der Liebe nennt. Einmal im Jahr. Es gibt noch das Fest der Liebe, das man an Weihnachten nennt. Einmal im Jahr. Wieso einmal im Jahr? Und ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die so denkt. Leute, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn wir doch hier sind, um Liebe zu leben, dann machen wir das doch jeden Tag. Dann ist unsere Aufgabe, das jeden Tag zu machen. Jeden Tag dürfen wir daran denken, Liebe für uns selbst zu empfinden, uns selbst zu lieben. Liebe für unsere Nächsten. Liebe zum Leben. Und das finde ich ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Ja. Warum einmal im Jahr an diesem Datum, dem 14.02. Warum werden Männer verrückt gemacht, dass sie ihren Frauen ihre Liebe beweisen müssen? Warum werden an diesem Tag besonders viele Rosen verkauft? Obwohl es doch jeden Tag besondere Gründe gibt, seinen Liebsten Blumen zu kaufen, sich selber Blumen zu kaufen, sich selber zu beschenken, whatever. Warum dieser eine Tag? Und warum so viel Traurigkeit und so viel Schmerz, der damit verbunden ist, für diejenigen, die niemanden haben, mit dem sie dieses komische Spielchen spielen können? Valentinstag. Wisst ihr, dieses Hollywood-Gedöns, was Liebe ist, das ist keine Liebe. Darüber braucht man überhaupt gar nicht mehr zu diskutieren. Wir brauchen überhaupt gar nicht, null niente nada, da noch irgendwelche Gedanken dran zu verlieren, dass das, was in irgendwelchen Hollywood-Filmen gezeigt wird, wo der Film zu Ende ist, wenn sie sich kriegen, krasses Wort, das lassen wir jetzt mal so stehen, dass dann Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und dass es dann ein Kennenlerntag gibt, der gefeiert wird,
ein erster Kusstag, der gefeiert wird, ein das erste Mal miteinander essen gegangen Tag, der gefeiert werden muss, das erste Mal miteinander Sex gehabt haben oder das erste Mal whatever. Whatever. Und wehe, lieber Schatz, du vergisst das Ganze. Das ist überhaupt gar nicht gut. Dann muss ich dich strafen mit irgendwelchen Missachtungen oder keine Ahnung, was sich da so zurechtgelegt worden ist. Hm? Glaub das. Weiß jeder so selber für sich, was für Muster da so anspringen, wenn das Ganze nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Ja. Ich kann euch auch gar nicht richtig doll sagen, was mich da besonders traurig macht heute. Ich weiß nur, dass ganz viel Traurigkeit da ist. Und dass ich auch dieses große Feld einfach gespürt und gefühlt habe. Und ich weiß, weil ich auch heute auch im Austausch mit Freundinnen gewesen bin, dass das auch anderen so geht. Und zwar losgelöst davon, ob in einer Partnerschaft oder nicht. Interessanterweise war mein Date heute zum Valentinstag zum einen ein Date mit mir alleine am Rhein, mit mir und den Möwen und den Enten, den vorbeiziehenden Wolken, in denen Schnee lauern könnte, der aber noch nicht so ganz runter möchte. Mit den Brüdern der Winde. Einfach mich genossen und den Rhein, das Wasser, den Wind. Und danach, jeden Freitagnachmittag seit ein paar Monaten, ein Date mit fremden Menschen. Ja, Sabine Seibold geht jeden Freitagnachmittag in eine lokale Gruppe. Wen das Ganze interessiert, der kann gerne das Konzept von Gopal sich mal anschauen. Werdet ihr finden im Internet. Oder auch im Internet einfach mal eingeben, lokale Gruppen. Denn wisst ihr, worum geht's denn an und für sich an jedem Tag der Liebe? An jedem Tag der Liebe. Ums Mitteilen, ums ehrliche Mitteilen. Und wer macht das noch? Und ich kann mich da nicht ausnehmen. Ich weiß, warum ich in diese Gruppe gehe. Ich weiß, warum ich dort sitze und dankbar bin für ganze 10 Minuten, die ich mir aufmerksam widme, wo ich Aufmerksamkeit von anderen bekomme. Und ich sitze dort und ich mache mich nackig. Ich gehe so tief in mich rein, dass ich spüre und fühle, was fühle ich eigentlich gerade. Und zwar auf allen Ebenen. Was sind nur gerade Gedanken? Wie geht es gerade meinem Körper? Was ist in mir los? Was ist energetisch los? Wie geht es mir gerade hier drin? Wie geht es mir gerade hier drin? Und das ist schon eine Ansage, das zu machen vor fremden Menschen. Das ist eine Ansage. Aber wisst ihr, wie bereichernd das Gefühl auch ist, das einfach mal wahrzunehmen, das zu spüren und dann in dem Moment, wenn der Nächste dran ist, wenn die 10 Minuten um sind, demjenigen meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Derjenige ist in dem Moment der wichtigste Mensch dort in diesem Raum und wir alle sind miteinander verbunden in dem Moment und er darf sich mitteilen. Er darf sich mitteilen. Ohne Wertung. Niemand wertet. In diesen 10 Minuten darf jeder einfach nur sich mitteilen. Und dass keiner eine Schublade aufmacht. Darüber muss ich jetzt das und das denken und das bewerten. Nein, das sind wirkliche, wahrhafte Liebesdienste, die dort passieren. Aufmerksamkeit. Keine Bewertung, keine Beurteilung, keine Lösungsvorschläge.
keine Ratschläge. Einfach, hey, weißt du was? Ich schenke dir jetzt meine Aufmerksamkeit. Du darfst einfach mal reden, du darfst einfach jetzt dich hier in diesem geschützten Raum, der jetzt gerade da ist, mitteilen und heilen. Wir heilen jetzt einfach mal miteinander. Wisst ihr, das ist Liebe. Das ist Liebe. In meiner Welt, wie ich sie gerade mehr und mehr kennenlernen darf. Ja. Und dafür braucht es keinen Valentinstag. Keinen 14.02. nur einmal im Jahr. Ich weiß nicht, warum wir Menschen so dolle Angst davor haben. Doch ich weiß es. Natürlich weiß ich es. Jeder von uns weiß es. Angst vor Verletzung. Aber ist das wirklich real? Ist das wirklich real? Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle gute Nacht. Einen schönen Valentinstag. Das meine ich jetzt auch nicht sarkastisch, sondern ich weiß, dass es Menschen gibt, für die es wichtig ist. Und das ist auch okay. Das ist auch völlig okay. Denn ich kann mir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die überhaupt gar keinen Struggle mit solchen Tagen haben, sondern einfach sagen, wisst ihr was, wie cool ist das denn? Heute ist Freitag und wir haben einen schönen Grund, auszugehen. Miteinander eine schöne Zeit zu verbringen. Und ja, dann ist das halt dieser Tag jetzt. Aber nächste Woche machen wir es nochmal. Oder morgen. Oder wie auch immer. Es ist total egal. Ja. Habe fertig. Ihr Lieben. Ich übe mich weiter im offenen und ehrlichen Mitteilen. Immer definitiv Übende. Übende. Auch mir selbst gegenüber, meinen Lieblingsmenschen gegenüber. I do my very best. Im Moment fällt es mir sehr schwer. I do my